auch für Vitali richtig gefährlich aus. Warum hat er nicht so die Mittel gefunden, diesen Vorwärtsdrang von Chisora aufzuhalten? Ich weiß es nicht. Das ist, ich bin heute auch ein wenig überrascht worden. Den Vitali, den wir kennen, der war ein wenig anders. Also der war natürlich manchmal gar nicht bei der Sache. Und er hat sich ja auf einen Nahkampf eingelassen, was eigentlich bitter für ihn ist. Und der Chisora hat ihn ja bestraft. Also ungewöhnlich, dass man Vitali Klitschko so in der Lage, der sich selbst einfach in der Lage sieht, bringt. Entweder war der einfach unfit oder weiß ich ja nicht. Aber dass wir jetzt nicht hier einen falschen Ton reinkriegen, dass der Sieg in Ordnung geht, ist klar, oder? Selbstverständlich. Vitali hat den Kampf gewonnen, aber so wie wir gedacht haben im Vorfeld, ich dachte, dieser Kampf wird nicht über die Runde gehen. Und dennoch muss ich wirklich ein Lob an Chisora aussprechen, der hat es wirklich prima gemacht. Ja, absolut. Und am Ende haben wir dann gesehen, dass Vitali wirklich auch körperlich am Ende war, wirklich, er musste sich extrem anstrengen. Für mich war es schwieriger, meine Frau zu beruhigen. Alles klar, Dankeschön, Boris. Wie großen Vitali Klitschko natürlich irgendwo zusetzt oder einfach ihn trifft. Ja. Und ich glaube, das hängt sehr viel damit zusammen mit seiner Aufgabe. Der macht wirklich eine Herkulesaufgabe, Politik. Und wir wissen ja, wie Politik natürlich funktioniert in der Ukraine. Diesen Kluft oder diesen Spagat zu machen, ist nicht einfach und hinterlässt Spuren. Ja, das ist möglich. Wir haben aber jetzt auch gerüchteweise gehört, dass vielleicht eine kleine Verletzung vorgelegen hat, zumindest Probleme mit der linken Hand. Das könnte natürlich auch eine Rolle gespielt haben. Sicherlich, also der ist jetzt seit Leistungssport 15 Jahre und man hat ja immer Verletzungen. Aber letztendlich, der muss ja Profi genug sein. Wenn er ernsthafte Verletzungen da sind, dann darf er nicht in den Ring reingehen. Klar, aber wenn es während des Kampfes irgendwo oder früh irgendwas passiert, dann zieht man natürlich durch. Wir werden da natürlich dranbleiben, aber hören erstmal.